Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3. Im heutigen Part wollen wir zu Dr. Kling gehen, denn der hat den Hammerhai-Rammsporn, den wir brauchen und zu Steve Jaws bringen müssen. So, du siehst aus wie ein Stinktier, was bist du denn? genau. Ich wollte ja eigentlich heute mit Sidequests weitermachen. Skunksnob, okay. Aber ganz ehrlich, habe ich keine Lust zu. Der sieht spannend aus. Okay, Schmalzschleife, alles klar, danke schon dafür. Ich habe heute irgendwie absolut keine Lust auf Sidequests, deswegen machen wir mit der Hauptstory weiter. Ich weiß, das klingt gar nicht nach mir, weil eigentlich mache ich immer ganz Sidequests. Kann man eigentlich hier... Ja, man kann nämlich auch klingeln hier. Das geht in Teil 2 auch. Eigentlich bin ich ja immer so ein Mensch... Miau. Oh, Hallöchen Katze. Miau, miau. Süß. Eigentlich bin ich immer so ein Mensch, der, sobald eine Sidequest verfügbar ist, die auch versucht abzuschließen. Aber ganz ehrlich, ich habe da heute absolut keine Lust drauf. Ich will ein bisschen weiterkommen in der Story und deswegen gehen wir jetzt mal zu Dr. Kling und gucken mal, wie es ihnen und seinen Schildkröten geht. In der Oh, guck mal, da können wir jetzt auch lang. In der Hauptstory waren wir ja schon mal, hier. Moment, da muss ich von oben runterspringen. Stimmt. In der Hauptstory waren wir ja schon... Nee, Moment. Nee, Quatsch. Wie ging das nochmal? Wie kam ich nochmal da hin? Ach so, okay. Okay. Von hier einfach. Alles klar. Ja, in der Hauptstory waren wir ja schon mal hier. Und haben ihm damals mit seinen Schildkröten geholfen, dass er die erstmal findet. Und dann hat er sie doch gehen lassen. Ein Apartmentschlüssel. Nice. Dann hat er sie doch gehen lassen und sie kam wieder als der... Ah, wie hieß das Vieh nochmal? Yokaichu, genau. Und... Ja, jetzt wollen wir wieder zu ihm gehen und mal gucken, ob er den Rammsporn uns übergibt. So. Seine Schildkröten sind auf jeden Fall da. Scheinbar, ja, hier sind Hallöchen. Was geht bei euch ab? Quietsch! Bap! Und du? Gro, alles klar. Hallöchen, Dr. Kling. Ja. Dr. Kling, dürfen wir Sie was fragen? Oh, jetzt ist es wieder. Hallo, Dr. Kling. Ling, dürfen wir den Hammerheramsporn zurückhaben? Was? Er hat doch gar nichts gesagt. Das ist der Hammerheramsporn? Sie wollten doch nicht etwa an den Labor-Yokai? Sie hatten es versprochen, Dr. Kling, Ling. Nein, das verstehe ich völlig falsch. Ich habe nur einen Felsen zerschmettert, um sie in ihr Terrarium zu legen. Felsen? Genau, ich hatte keine Steine in der richtigen Größe. Puh, und ich dachte, sie wollten Na egal, der Hammerheramsporn. Dürfen wir uns bitte ausleihen? Steve Jaws gab uns seine Erlaubnis. Natürlich, nehmt ihn ruhig. Ich wollte ihn eh bald zurückgeben. Oh, dankeschön dafür. Sau stark, jetzt können wir das UFO ausfindig machen. Lass uns zurück in die USA gehen. Auf zu rund um die Uhr. Klingt nach einem Plan. Gut, dann sind wir uns einig. Grüße ein Jung von mir, Jaws. Mache ich. Interessant, was hier für Yokai in den Dingern gefangen sind. Und hier war in Teil 2 auch was relativ Interessantes drin. Aber da kommen wir dann zu, wenn wir Teil 2 spielen irgendwann mal. Ja, in Teil 2 kam Dr. Kling auch vor. Ist scheinbar ein sehr beliebter Charakter in der Serie, keine Ahnung. Dass sie ihn auch wieder benutzen, sag ich mal. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass er in Japan vielleicht ziemlich beliebt ist und deswegen wird er wieder benutzt oder so, keine Ahnung. Sehe ich jetzt zwar keinen Grund für, aber... Er ist schon irgendwo cool, finde ich, aber naja. Trotzdem müsste ich ihn jetzt nicht unbedingt in jedem Spiel haben. Aber besser als irgendwelche Yokai zu streichen. Stimmt's, Pokémon? So. Okay, hier haben wir ein Portal erlauben wahrscheinlich, schätze ich mal. Ah, nee! Haben wir den nicht schon mal gefunden? Oder war das auch in Teil 2? Ich verwechsel das gerade wieder. Oder gibt's ihn auf jedem Klo? Vielleicht war es ja in einem anderen immer daran, dass der auf dem Klo war. Kann auch sein.
Okay, das ist meine Locust-Lotterie. Und das Resultat der heutigen Ziehung ist... Wackelacke, ja, plopp. Oh, Kampf. Okay. Aber ja. Was ich gerade gesagt habe, dazu sei fair gesagt, dass Yo-Kai Watch 4 ja auch nur, ich glaube, 109 Yo-Kai hat. Sorry. Ich glaube, Yo-Kai Watch 4 hat nur 109 Yo-Kai. Und das ist halt aus der ganzen Serie die niedrigste Anzahl. Selbst Teil 1 hat er mehr als 200 schon. Aber das Ding, oder der Grund dafür ist halt, beziehungsweise was heißt der Grund? Ich weiß nicht, ob es dafür irgendeinen Grund gibt, aber jedenfalls hat Level 5 schon gesagt, dass sie definitiv noch neue Yo-Kai reinpatchen werden und dass auch welche per DLC noch dazukommen. Das für den DLC finde ich jetzt zwar nicht so geil, aber was soll's. Oh, nice! Sobanudeln gab es in Teil 2 immer nur auf eine ganz nervige Weise. Dafür musste man diesen komischen Lieferanten suchen, den wir schon mal, ich glaube sogar schon mal in dem Spiel gesehen haben. Hier. Den wir in dem Spiel, glaube ich, sogar schon mal gesehen haben, der da mal rumgefahren ist. Aber jedenfalls musste man den dann halt suchen. Und das war unfassbar nervig. Da gab es zwar einen Trick in Teil 2, wie man den finden kann, aber trotzdem war das nervig. Halt diesen Lieferanten zu suchen, den dann umzuschmeißen quasi und sein Zeug zu klauen. Das ist halt einfach uff gewesen, aber egal. Jedenfalls, wo war ich denn jetzt? Genau, ich war bei Yo-Kai Watch 4. Jedenfalls haben sie gesagt, es kommt definitiv noch... Kannst du bitte... Dankeschön. Ja, gehen wir. Warte nur, bis die anderen dieses Ding sehen. Jedenfalls hat Level 5 schon angekündigt, dass definitiv noch mal Yo-Kai hinzukommen. Durch Updates und, wie gesagt, auch durch DLC. Finde ich zwar nicht so geil mit dem DLC, aber was soll's. Und das Ding ist halt... Bei Game Freak, bei Pokémon, sagen die ja, dass kein Update wahrscheinlich kommen wird oder sowas in der Art, was neue Pokémon in Pokémon Schwert und Schild reinbringt. Und das ist eben der Unterschied. Ich finde jetzt nicht so schlimm, dass Level 5 halt nicht alle von Beginn an verfügbar hat. Hauptsache, es kommt irgendwann mal. Und ich meine, alle Yo-Kai in das Spiel zu bringen, ist bei Yo-Kai Watch so eine Sache, die ist wahrscheinlich eh nicht möglich. Weil es halt auch viele Yo-Kai gibt, die komplett sinnlos sind, sag ich mal. Also... Vor allem in Yo-Kai Watch Rebel gab es damals einige Yo-Kai, die man halt im Hauptspiel wahrscheinlich nicht sehen wird. Zum Beispiel ist Professor Layton auch ein Yo-Kai in Wahrheit. In Yo-Kai Watch Rebel, den es dabei irgendeinem Event gab halt in Japan, keine Ahnung. Der ist zum Beispiel offiziell ein Yo-Kai. Und deswegen, ja, ist es halt so die Sache. Wird es eh nicht alle Yo-Kai irgendwann in einem Spiel geben. Aber trotzdem... Sind ja diese Haupt-Yo-Kai wichtig, sag ich mal. Egal, machen wir jetzt mit der Story weiter. Tut mir leid, euch warten zu lassen. Und habt ihr Hammer Heram schon bekommen? Na klar. Schon vergessen, dass ich eine Meisterdetektivin bin? Es war kinderleicht. Du bist ja so, als hätten wir die verflixte Welt gerettet. Habt ihr auch schon mal mit dem Yo-Kai-Chu? Beziehungsweise dein Zausen, aber egal. Klasse, jetzt kommen wir mit dem Floß an den Felsen vorbei. Oh, Sabion, es ist Zeit, den Hammerhai-Modus zu aktivieren. Hammerhai-Modus? Wovon zu dem redest du da? Perfekt, sag mal, ich habe keinen Haufen Modi, in die ich einfach wechseln kann. Verlass uns auf dich, Usabion. Warum ausgerechnet ich? Gut, dass wir es erklärt haben. Auf zum Fluss und zum Wilden Osten, ne? Und Usabion hat darauf nicht so wirklich Bock. Alles klar. Ach ja, ich liebe einfach die Texte in den Yo-Kai Watch-Spielen. Sie strotzen so vor Charme. Auch wenn es manchmal den einen oder anderen kleinen Übersetzungsfehler gibt, aber was soll's. Ach ja, okay, wir sind ja auf der Suche nach dem UFO, das Mac irgendwo nachts gesehen hat, wie es da durch den Himmel geschwebt ist. Und ja, deswegen sollen wir jetzt halt mit dem Floß dahin fahren, wo das UFO... scheinbar gelandet ist. Gelandet ist. Und das ist in Tukesville, was halt eine Stadt im Wilden Westen scheinbar ist. Und da kommen wir jetzt über den Fluss hin. Na, bist du ja Nathan. Komm jetzt, lass uns losgehen.
Wir sind auf dem Weg in die Prärie, oder? Überlass die Outfits nur mir. Hä? Hey. Oh Gott, gibt's neue Outfits? Aber das Coole ist halt auch einfach, cool. Aber das macht das Tempo runter, deswegen nehme ich den nicht. Einmal mit mehr Tempo wäre halt echt geil. Hier. Ach, das ist sogar schon ausgerüstet. Sehr gut. Ja, let's go. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Egal, jetzt ist es weg. So, in die Prärie kommt ihr mit einem Sprung nach rechts an der Gabelung. Okay. Wenn du die Grotte betrittst, siehst du rechts einen großen seltsamen Stein. Okay. Gucken wir mal, dass wir jetzt nicht weiterkommen. Da hinten ist die Grotte auch schon. Aber ja, wo wir gerade schon von Yo-Kai Watch 4 reden, was für die Switch rausgekommen ist, scheinbar kommt noch ein Yo-Kai Watch Spiel für die Switch. Ich kann ihn sehen, den großen Fels seiner Rechten, zerschlag ihn. So. Los, zerschlag diesen Fels, habe ich gemacht, Mac. Es kommt noch ein Yo-Kai Watch Spiel für die Switch. Das sieht ja ziemlich cool aus, finde ich. Und zwar Hopperscotch Kurs, okay. Also das ist ja fantastisch. Und zwar wird scheinbar Yo-Kai Watch 1 für die Switch released. Zumindest in Japan. Es kommt am 20. September. An dem Tag erscheint ja auch Link's Awakening und die Switch Lite. Und es ist zwar noch nicht offiziell bestätigt von Level 5. Aber die haben ja so eine virtuelle YouTuberin, sag ich mal. Und die hat das quasi so so rausposaunt, dass das halt kommen wird. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert oder so. Komm ich auch noch nach rechts? Na egal, jetzt ist es zu spät. Ja, jedenfalls, hat die das eben so rausposaunt, dass scheinbar eine Switch-Version von Yo-Kai Watch 1 kommen wird. Und wenn ja, ich würde es ziemlich feiern, weil Yo-Kai Watch ist eine Serie, die müssen unbedingt mehr Leute spielen, und wenn es halt für neue Konsole rauskommt, ist halt eine große Möglichkeit da, dass das mehr Leute spielen. Ich meine, in Japan ist es so oder so schon relativ beliebt. Oh, ich bin zu blöd für Steuerung. In Japan ist es so oder so schon relativ beliebt, aber halt hier bei uns noch nicht. Deswegen schätze ich mal, wenn es bei uns rauskommen würde, würden es vielleicht auch mal mehr Leute ausprobieren. Und ich bin mir relativ sicher, dass es bei uns rauskommen wird, wenn es halt wirklich kommt. Weil die Übersetzung ja schon vorhanden ist quasi von dem Spiel und man die quasi nur in die Switch-Version einfügen müsste und so, deswegen. Aber kommt drauf an, ob sie halt ein neues Zeug einbauen und so. Und ob sie vielleicht auch irgendwie die Optik noch verändern, keine Ahnung, mal gucken. Egal, jedenfalls haben wir jetzt hier den Wilden Osten, okay? Nicht den Wilden Westen, den Wilden Osten. Boah, der Wilde Osten, Westen sagen. Boah, der Wilde Osten ist so wild. Ja, weiß bestimmt irgendjemand etwas über das UFO. Binden wir einfach das Floß fest und sehen uns ein wenig um. Klingt nach einem Plan. Sammle Infos am Hafen. Ja, cool. Pekanport. Ein neuer Ort auf jeden Fall. Ziemlich... Nimmst du es bitte mit? Dankeschön. Ziemlich episch. Dass es so viele neue Orte in dem Spiel hier gibt. Goldpuppe. Einfach mal so nebenbei. Nice. Ist echt ziemlich großartig, finde ich. Da hinten ist schon ein Pferd. So. Hallöchen. Oh mein Gott, es ist genauso, wie ich es mir erträumt hätte. Als ob wir in das Filmset für einen Cowboy-Streifen gestolpert sind. Genau, und alle sehen aus, als würden sie Kostüme tragen. Ich wusste, dass es hier so wild wird. Deshalb habe ich mich vorbereitet. Und habe passende Kostüme für uns alle mitgebracht. Tada! Ich glaub's ja nicht, das ist super. Du steckst voller Überraschungen.
Wie gesagt, ich habe Kostüme für alle. Also los, ziehen wir uns um. Jetzt bin ich gespannt. Mit Cowboy-Hüten und so. Nice. Howdy, jetzt sehe ich aus wie ein waschechter Cowboy. Mac, wir passen gut zur Umgebung. Coolio, ihr zwei seht großartig aus. Und was mit den Yokai? Und ich war ja nicht da in der Tonne drin, alles klar. Okay, hören wir uns nach Infos über das UFO um. Das ist einfach ungerecht, ich wollte mich auch verkleiden. Tja, du bist halt ein Geist, deswegen kannst du nichts an Kleidung tragen. Und ich lasse mal ganz kurz meine Katze raus, weil die miaut schon wieder. Einmal kurzer Schnitt, wenn ich dran denke. Und da bin ich wieder. Moment, einmal kurz hinsetzen. So. Wundervoll. Dann gucken wir uns mal hier um. Es wäre noch cooler, wenn wir am Tag hier wären, aber egal. Egal. Hallöchen. Hörst du das Rauschen des Flusses? Mach die Augen zu und lausche. Guten Abend. Ist es nicht schon für die Schlafenszeit? Eigentlich schon, aber was soll's. Zum Glück ist das Sammeln von Infos mein Spezialgebiet. Überlass es mir. Ja, du als Detektivin. Ich frage mich, wo das Ding wohin ist. Was geht? Verzeihung, von welchem Ding sprechen Sie da? Hi. Ich habe ein riesiges Licht gesehen, das Richtung Norden geflogen ist. Hat mich ordentlich erschreckt. Ich will unbedingt wissen, was das war. Ein riesiges Licht am Himmel? Klingt faszinierend. Okay, sagst du jetzt was Neues irgendwie? Nee. Ein riesiges Licht, alles klar. Oh, mir wundervoll, eine neue Nachricht. Gucken wir auch gleich mal nach, was das ist. Bum, bum. Rundbombe, mach mal halblang. Okay. Interessant. Und bei euch so. Pferde wiehern doch, oder? Alles klar. Seid ihr hier, um euch die Sehenswürdigkeiten anzusehen? Könnte man so sagen. Wenn ihr schon mal hier seid, solltet ihr auf jeden Fall auf einen Pony reiten. Ein Pony? Habt ihr auf dem Hinweg keine gesehen? Ich spreche von Pferden. Sie sind ein bisschen klein, aber ziemlich schnell. Ist in der Regel sehr gefährlich, die Prärie zu durchqueren. Aber ein Pony kann über Erdspalten und andere Hindernisse springen. Ich bin noch nie auf einem Pony geritten. Klingt irgendwie wild. Ist eigentlich halb so schlimm. Sie lassen sich gerne reiten. Dieses Pferd allerdings nicht. Es lässt nur mich aufsatteln. Aber es gibt genug andere wilde Ponys da draußen, die einen Reiter suchen. Wilde Ponys? Okay, das klingt interessant auf jeden Fall. Also reiten wir einfach mal auf ein paar Pferden, oder was? Ach ja, ich liebe es einfach, auf was für Ideen die Serie kommt. So, ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück nach Amerika, weil ich den wieder einen Tag haben möchte. Ich will die Stadt ja nicht in der Nacht erkunden, sondern am Tag. Vor allem will ich wissen, was er für Musik am Tag spielt. Ob das andere ist als die gerade. Also quasi andere als normalerweise, sag ich mal. Weil die Nachtmusik gerade kam mir halt ziemlich bekannt vor. Die kennt man halt. So, okay, ist zum Glück auch keine Zombie-Nacht oder sowas in der Art. Sehr schön. Das heißt, wir können weitermachen. Bom, 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 bom. So, wie kommen wir jetzt? Okay, einfach hier runter, alles klar. Dann gucken wir uns doch mal um, würde ich sagen. Ja, okay, die Musik spielt hier. PK-Imports. Jetzt sind wir am Tag auch neue Leute hier, oder? Sagt ihr was Neues? Ich bin für die Käseexporte der Stadt verantwortlich. Alle zählen auf mich darauf, dass ich einen guten Preis verhandle. Alles klar. Okay, cool. Das sind auf jeden Fall neue Texte. Weil der hat zum Beispiel hier gesagt, von wegen, ja, nachts und alles und bla, nachts ist ja so, schlaf lieber und alles.
Okay. Alles klar. Natürlich bin ich das. Oh, was bekomme ich denn Schönes? Rostiges Paddel, nice. Das klingt zwar nicht so gut, aber vielleicht ist es ja gut für uns. So, mit dir haben wir schon geredet. Was geht hier ab? Wir kriegen nicht so viele Besucher, deshalb hat er etwas Angst. Wer? Howdy. Das Mädchen, aber du hast doch er gesagt. Okay, da ist wahrscheinlich ein kleiner Übersetzungsfehler oder so. Ponys sind ja toll, aber ich mag große, starke Pferde am liebsten. Die sind ziemlich cool, was? Natürlich, das ist eine Truhe, die würde ich haben. Gewellter Schwanz, okay. Da ist auch eine Truhe. Komm ich irgendwie drumherum? Ja. Sehr schön. Marathonikum Plus. Bam, bam, bam. Es ist echt cool hier, finde ich. Definitiv. Oho, neue Art von Bäumen. Passt ja auch hier. Hallöchen, Mac. Ja, jemand hat bestimmt etwas gesehen. Wir sollen uns einmal gut umhören. Hallöchen. Howdy, haben Sie zufällig ein UFO in der Nähe gesehen? Was? Ich weiß nichts über das UFO, aber nördlich von hier ist eine Stadt. Dort gibt es genug Leute, die vielleicht etwas gesehen haben. Gut zu wissen, danke. Okay, wir haben jetzt eingeredet hier. Also, was habt ihr bisher herausgefunden, ne? Jemand hat ein Licht in Norden fliegen sehen. Das war sicher das UFO. In Norden gibt es auch eine Stadt, in der die Leute vielleicht etwas mehr wissen, ne? Aber um dorthin zu kommen, müssen wir auf Ponys durch die Prärie reiten, ne? Dann lasst uns einfach Ponys finden und losreiten, ja. Oh mein Gott, das ist genau wie in dem Film. Den Sonnengang reiten, während der Wind durch die Haare weht. Ja, auf geht's, Cowboys. Das wird ein verdammt interessantes Abenteuer werden. Auf geht's, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Reiten wir jetzt echt auf Pferden? Oh, die beiden schon wieder. Seid gegrüßt! Captain Cumulus, was hast du denn hier? Wir sind hier, um neue Yokai-Helden zu rekrutieren. Ihr rekrutiert? Würdet ihr wegen dem weltbesten Yokai-Butler aufzunehmen? Tut mir leid, aber wir suchen echte Profis. Leider nicht. Wir suchen Yokai, die mehr können als nur reden. Oh! Tja, Whisper. Die wichtigste Eigenschaft für einen wahren New Avenger ist ein großartiges Gespür für Gerechtigkeit. Das, was einen waschechten Helden der Tornado League ausmacht, ist ein völliges Verlangen nach Freiheit. Ein Gespür für Gerechtigkeit und ein Verlangen nach Freiheit? Und was ist mit euch? Was schätzt ihr am allermeisten, ne? Die Geschichte wird leicht anders, erlebe das Abenteuer deines gewählten Yokai-Helden. Gerechtigkeit oder Freiheit? Gerechtigkeit. Aha, verstehe. Wir glauben, dass es hier einen Yokai mit genau diesen Eigenschaften gibt. Ich spüre einfach, dass wir einen unglaublichen Yokai finden werden. Ja, in der Tat. Bis zum nächsten Mal. Mach keinen Unfug, tschüss. Ach, das wissen wir einfach nicht. Wir haben ein UFO zu finden, ja. Noch der Arme. Aber tja. Du kannst halt kein Yokai-Held sein, Whisper. Du bist einfach nur ein stinknormaler, langweiliger Yokai. So. Hopper Scorch. Das ist echt ein Pferd. Ich kann auf ihn reiten, ne? Also Nathan, wie fühlt es sich auf dem Rücken eines Pferdes an? Gruselig, um ehrlich zu sein. Ein Pony aufzutreiben ist eine Sache, aber was soll ich jetzt machen? Erlaubt mir zu helfen. Reite auf dem Rücken wilder Ponys im Canyon des Hopper Scorch. Auf einem Pony kannst du Kämpfe entgehen, selbst wenn du mit Feinden kollidierst. Während du reitest, kannst du galoppieren, indem du den B-Knopf drückst. Während des Galopps kannst du über gefallene Bäume und Klippen springen. Ist die Musik geil, ey. Wenn du allerdings erstmal galoppierst, ist es schwer, das Pferd zu kontrollieren. Und manche buckeln sie haben plötzlich und versuchen, dich abzuwerfen. Es gibt mehrere verschiedene Ponyarten mit unterschiedlichem Tempo und Ausdauer. Such dir also ein gutes aus. Dann schwing dich in den Sattel, auf geht's.
Und das war's auch schon alles. Nathan, ja, lass uns zur Stadt Norden gehen, ja. Okay. Hüha. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, ey. Aber okay, die Steuerung ist relativ schwerfällig, habe ich so ein Gefühl. Was ist hier los? Aber ich kann jetzt nicht... Aua, ups. Ich kann nicht meine Yokai-Linse benutzen. Ach ja, die kann ich absteigen, okay. Und das ist weg, okay. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das im nächsten Part an. Im nächsten Part geht es dann hier weiter. Wir werden in die Stadt reiten, streugen, WTF. Wir werden in die Stadt reiten und mal gucken, was da abgeht. Aber die Musik ist auch voll cool, ne? Hopper Scorch. Das ist echt... Was die alles für Einfälle haben für Yo-Kai Watch einfach. Ich würde es vielleicht sogar noch cooler finden, wenn es wie im Pokémon wäre zum Beispiel. Dass wir einfach mal auf dem Pokémon reiten. Also auf dem Yo-Kai halt eigentlich. Aber das ist noch die Frage, auf welchem Yo-Kai willst du reiten. Deswegen ist es wahrscheinlich so schon ganz sinnvoll. Dass man einfach mal ein Pferd in den wilden Westen packt, quasi. So. Kannst du jetzt mal, dankeschön. WoTW war eben doch nicht das erste Spiel, wo man auf Pferden reiten konnte. Naja, es war auch Quatsch. Es ist ja ähnlich gewesen, logischerweise. Es gab schon viele Spiele, wo man auf Pferden reiten konnte. Aber irgendwie ist es gerade voll doof, einen Steiner zu treffen. Er macht es einfach nicht, keine Ahnung. Okay, ja, im nächsten Part geht's weiter. Da werden wir dann in die Stadt reiten. Ich bin gespannt, wie dein Dukesville aussehen wird. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Yo-Kai Watch 3. So. Dankeschön für die grüne Mango. Bis dann und ciao. Euer V-Bro. Tschüss. Und reit gegen die... reit genau. Renn gegen den Steiner. Oh, gute Idee auf jeden Fall.